dovevo dare un titolo a questa manifestazione, mi ha detto la cherubina dietro le parole. Wenn ich jetzt Sonne sage, oder Sole, und dann noch Soredel, ist das dasselbe. Sonne, Sole, Soredel. Also für mich ist das tutto un altro Sole. E dico pane, e dico pan, e dico brot. E cambia la realtà. L'immaginazione che è dietro le parole penso che sia un mondo tutto da vedere e bisogna essere molto, molto quieti, direi, molto concentrati. Es ist kein rationaler Weg, der uns da hineinführt. Wir können sagen, das ist Fantasie, wir müssen das ja alles erklärt haben, was wir da sagen. Stimmt schon, aber die Sprache, glaube ich, geht viel, viel tiefer. Vorrei farvi un esempio di una poesia qualsiasi. Come cambiando una parola cambi quasi la poesia. A scuola abbiamo imparato una volta, a quei tempi si imparavano tante poesie, und es war sehr schön, Gedichte aufzusagen. Probieren Sie mal zwischen Brixen und Bozen im Auto Gedichte aufzusagen. Wenn Sie die ganze Strecke ausfüllen können, passt es noch. Auf Deutsch, auf Italienisch, auf Ladinisch. Von Theodor Storm gibt es Gedichte über verschiedene Monate. Juli, Juli, klingt im Winter ein Wiegenlied, Sonne warm herniedersieht, seine Ehre senkt das Korn, rote Beere schwillt am Dorn, schwer von Segen ist die Flur, junge Frau, was sinnst du nur? Und unsere Kollegen in der Schule, im Gymnasium, hatten das Gedicht gelernt und sagten, junge Frau, was singst du nur? Singen. Das ist ja das Wiegenlied, ganz logisch, ganz rationell, aber das ist nicht das Gedicht. Junge Frau, was singst du nur? Und das Bild im Gedicht wird ein ganz, ganz anderes. Come io ho cominciato a scrivere, non mi ritengo una scrittrice, non ho pubblicato quasi nulla. Ho preparato adesso un centinaio di poesie che, se qualcuno mi aiuta, riuscirò a pubblicarle. Io il ladino l'ho imparato a scuola a quei tempi e poi nelle scuole fuori paese non si imparava più. Die Liebe zum Ladinischen habe ich beim Unterricht auf Deutsch und dann mit einer Gelegenheit auf Ladinisch. Ich habe ein Jahr Ladinisch unterrichtet und da habe ich wirklich entdeckt, dass es da viel, viel mehr zu suchen gibt als nur so beim Unterrichten einer Fremdsprache. Wenn jemand schreibt, glaube ich, geht es um eine ganze Welt, die dahinter ist. Ich will es nicht behaupten oder ich will es nicht sagen, was gut ist, cosa è bene, cosa è male, non lo saprei. Anche la poesia segue un po' le mode, l'arte in generale. Io non sono una teorica. Per darvi un esempio, vi leggo in italiano la traduzione di una poesia che si chiama Lunedì, come oggi, che ho scritto a quei tempi dove non c'erano ancora i controlli dell'alcol e i lunedì erano abbastanza pesanti a volte. Ve la leggo in italiano e poi dopo in ladino. Lunedì. Lunedì come una settimana senza domeniche. I sentieri sono più sparsi e sulla strada si intasano i lamenti delle donne come sabbia inutilmente slavata. Lunedì. La prima assicella del cancello inceppato, le altre le sono inchiodate accanto, ognuna col proprio chiodo più acuto. Certo, io vengo da un mondo pieve di marebbe, il lunedì di città è diverso. Cioè ognuno mette nelle poesie il mondo che lui c'ha. In ladino, lönesch, lönesch descona edem azonza domenies. I truse plus o menes,
I sun strada sen grüma i pödi de seres, desco Sauron schlattea de zip. Lönes, la prima spelta della ponterina arontosa, le satres e mazzades por mezz, vignuna con sociodo più agu. Al scos probe habi ha in übersetzung von Christine Busta, also deutsch geschrieben, von Christine Busta, die ist 15 geboren. Und ich habe es dann auf Ladinisch probiert. Vögel. Deine Augen sind Vögel in schattigen Nestern. Als ich die Rinde des Baumes berührte, flogen sie auf und mir zu. Nun wohnen sie mir im Herzen, tief im glühenden Laub meines Mittags. Schlaf und Gehör ist nun mein Leben, allen geheimsten Vogelliedern. Burladin, Tuedli e Vici te coes ad Ombria. Canchiazzi che la scorza dal Ling, e sa giore se e cada me. Zen aici a fe alberg de mio cœur, sut la fea lironta de mia misde. Som e son, e zen mia vita, por dottes chanties de vici più sconnudes. Potrei parlare adesso, so, delle forme della poesia, di cos'è letteratura veramente. Cioè non so che dirvi più. Io penso che ci manchi un po' l'amore per la letteratura oggi. Che ci manchi l'amore per il pensiero più profondo. Wir haben nicht mehr Zeit zu denken, wir haben so viel Kontakt miteinander. Aber die Wirklichkeit ist vielschichtig. Und vielleicht zahlt es sich aus, ein bisschen zu denken und zu lesen. Ich danke euch.